Wir schreiten voran mit unserer Expedition in Paper Mario, The Origami King. Nachdem wir in der letzten Folge auch den Feuer-Pergamenton-Tempel hinter uns gelassen haben und Olivia die Verwandlung zum Feuer-Pergamenton inne hat, suchen wir nun die vier Türme, die die gelbe Luftschlange zutage führen können. Das ist neu. Leuchtet da jetzt etwas? War das immer schon da? Das Licht hat etwas zum Leuchten gebracht, aber was ist das? Das werden wir bald erfahren. Zwei der vier Türme leuchten bereits. Und einen haben wir im Hintergrund hier zu meiner Linken gesehen. Das heißt, wir haben wohl in der Stadt noch etwas übersehen oder kommen da jetzt erst ran. Ich habe mich nämlich hier an diese beiden Tore erinnert und die könnten damit auf jeden Fall zusammenhängen. Zuvor möchte ich aber noch eine Sache nachholen. Und zwar habt ihr mir bei der Erkundung in den Part in die Kommentare geschrieben, dass hier, glaube ich, war es, oder? Irgendwo ein unsichtbarer Block war. Kann auch sein, dass es in dem Nebenzimmer war. Und den würde ich natürlich noch gerne aktivieren. Bevor wir mal mit den beiden Shy Guys beim Tor sprechen. Aber hier ist nichts. Ah, doch! Allerdings nur mit einer Eisblume darin, also jetzt auch nichts super Besonderes. Naja, dennoch vielen Dank, ist ja ein Schritt weiter in die 100%. Passt. Seien Sie gegrüßt. Als Träger eines Schlüssels und Gast unseres Hotels haben Sie Zugriff auf dieses Tor zur fernwestlichen Sandpapierwüste. Aha, so ist das also, siehste. Dann hätten wir das ja auch geklärt. Und nun ist es gar nicht mehr so ein großes Rätsel, wo die verbleibenden beiden Türme stehen werden. Oh, wir sollten aber auf der Hut sein. Auch hier kommen laufend Gegner auf uns zu. Sodass es, denke ich, besser wäre, wenn ich wieder das Auto zu mir rufe. Hallo, komm mal her da. Tut, tut. Habe ich nämlich vergessen jetzt vorhin. Als ich ausgestiegen bin. Kann ja mal passieren. Und das war ein Fail. Oh, puh. Das ließ sich jetzt gerade nur zurücksetzen, indem ich mit der Warp-Röhre in eine andere Welt gegangen bin. Alles andere half nämlich nicht. Glitzerwurfhammer, nice. Ja, sorry, könnt ihr jetzt nicht nachvollziehen, aber gerade am Anfang eines Parts oder generell, wenn man viel labert, dann schaut man nicht immer drauf, was man da gerade treibt. Und dann kann es schon auch nochmal passieren, dass solche dummen Fehler zustande kommen, aber immerhin haben wir hier was richtig gemacht. Ah ja. Der Pappmacho Mega Pocky Schatz. Nice. Da ist auch schon der Tower. Und das letzte Loch der fernwestlichen Wüste. Aber gut, groß ist das Gebiet hier sowieso nicht. Ein Toad gibt's noch. Ah, da. Danke dir. Bin ich immer noch in der fernwestlichen Sandpapierwüste? Schon, oder? Mhm. Ich wollte mir ein paar weniger bekannte Ruinen anschauen. Die Türme sind mir zu beliebt. Ich mache gern mein eigenes Ding. Ja, das ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Ganz im Gegenteil. Ist ja eigentlich ganz löblich. Übrigens, es lohnt sich eigentlich nicht wirklich, jedes einzelne Loch mit dem Forschertoad abzugrasen. Denn die respawnen auch nach einer Zeit. In einem neuen Gebiet werde ich es allerdings trotzdem tun, denn kann ja sein, dass man beim erstmaligen Looten noch was Besonderes bekommt. Wie hier eben die goldenen Stiefel. Wow, und noch einer. Ist das der größte bisher? Also für mich waren die alle gleich groß, aber gut. Ihr seht die ja auch nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel als ich. Was haben wir hier für ein Rätsel? Scheue Sonne überm Seengrund. Doch wartet dort das Aug auf Fund.
Was? Scheue Sonne überm Seengrund. Also es gibt einen See in der Stadt. Aber scheue Sonne? Naja, ich mache jetzt erstmal das Feuer an. Dann los. Möchtest du da dieses Mal das ganze Bremborium lieber überspringen? Ja, dankeschön. Immerhin sehen die Entwickler mittlerweile selbst ein, dass das alles ein bisschen triggert. Das finde ich schön. Ja, Selbsterkenntnis ist immer ganz gut. So wie ich vorhin auch mit dem Fail. Ja, da gibt es nichts zu entschuldigen, dass das einfach los. Nein, Hilfe! Das wäre jetzt auch beinahe richtig schief gegangen. Aber wir schaffen es doch noch zu flüchten, oder? Komm, Geldgeilheit muss befriedigt werden. Hier ist noch was. Jo. Sehr gut. Und dann schauen wir uns mal den See an. Ich weiß jetzt nicht, ob es da vielleicht eine Stelle gibt, die besonders hervorsticht. Oder ob man da einfach random suchen muss. Ah, hier vielleicht bei der Palme, weil da leuchtet's. Nein? Ja, dann habe ich keine Ahnung. Ah, wobei doch, warte, hier! Der Schattenkreis. Vielleicht wird er sich jetzt... So, jetzt ist er nämlich direkt hinter diesem Tower. Yo, hier, 200 IQ, Student. Der Kreisklunker. Ein rundes Juwel am Seeufer gefunden. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber das hat für mich irgendwie Sinn ergeben, weil halt auch die Sonne da irgendwie in dem Text erwähnt wurde. Cool. Gut, dann machen wir jetzt den Tower schnell fertig und dann geht's auf die andere Seite. Das wär's dann auch schon. Supi, wa? Ich ruf mal lieber das Auto, weil... Ich habe ein bisschen Angst, dass der Buhu mir da Probleme macht. Muss vielleicht auch anders parken. Damit wir dann später entspannt von hier verschwinden können. Ja, ich glaube, so ist gut. Oh yeah. Boah, sind aber schon coole Rätsel hier. Also ich mag die Wüste. Ist ähnlich nice wie das zweite Kapitel. Das war vielleicht noch ein bisschen stimmiger so. Genau vom Pacing her. Also es zieht sich hier schon etwas. Aber die Wüste ist schon ganz geil. Nur der Feuerpergament und Tempel waren ein bisschen enttäuschend, so wie der Boss. Da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Aber ich denke, der Fokus liegt auf den Final-Dungeon des Kapitels, den wir hier gleich freilegen werden. Eine Pyramide wird es wahrscheinlich nicht, aber auch eine Art Tempel. Professor, sind Sie okay? Ja, tut mir leid. Ich hatte keine Ahnung, wie anstrengend Archäologie sein kann. Oder vielleicht doch eine Pyramide? Die müssen ja nicht alle immer spitz oben sein. Das Ding ist halt, es gibt ja noch ein paar Szenen aus den Trailern mit diesen riesigen Menschen-Toads, diesen ägyptischen. Und das würde halt schon Sinn machen. Warten wir es ab. Lang dauert es ja eh nicht mehr. Ein Tower noch. Also auf zur fernöstlichen Sandpapierwüste. Jetzt rein logisch kombiniert. Seien Sie gegrüßt. Auch Sie dürfen durch. Freut mich. Das heißt aber auch, man hätte hier schon lang gekonnt nach der Chose im Hotel, oder? Weil du musst ja nur Gast dort sein. Ah, warte mal, da sind zwei Skorpione. Die brauchen wir doch. Was wird das jetzt für eine Aktion? Oh nein. Ja, ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Warte, müsste mir die Glocke nicht sagen, wo die Toads sind? Nein? Als ob. Kann ich mir das nochmal anzeigen lassen? Weil ich habe jetzt echt nicht damit gerechnet. Sieht so aus, ja. Okay, dann aufgepasst. Es war echt nicht schwer, ich bin mir trotzdem nicht sicher, Lul.
Also hier ist ziemlich safe einer. Ich glaube daneben, unten. Aber nicht 100% sicher. Es würde mich nicht wundern, wenn ich dabei jetzt auch fehle. Also es war wirklich nicht schwer. Ich bin nur heute scheinbar nicht ganz auf der Höhe. Ah doch. Oh, puh. Der Fail mit dem Block reicht ja auch vollkommen für heute. Korrekto. So ist es. Okay. Und die Pockys verschonen wir. Müssen ja nicht immer alles kurz und klein schlagen. Ich hab doch auch ein Herz. Ein Herz für Pokies. So, Löchlein gestopft. Da vorne sehe ich noch einen Toad im Sand. Den ziehen wir gleich raus. Fernöstliche Sandpapierwüste. 100% der Löcher. War jetzt auch nicht schwer. Ich schätze mal, du bist hier der einzige Toad, der noch übrig ist. Die zwei Skorpione haben wir ja schon. Ah, danke. Was denkst du, wofür diese Türme gebaut worden sind? Waren die als coole Deko im Hintergrund gedacht oder so? Nein, du Dulli. Die hängen mit dem Tempel zusammen. Oder der Pyramide oder whatever. Was steht hier eigentlich? Gefahr! Graben auf eigene Gefahr! Lass das vielleicht einfach. Nö. Einfach Augen auf. Und dann gibt's hier keine Probleme. Der letzte Turm. Toll, ich freue mich immer, wenn wir einen von diesen dürren Kerlen finden. Der steht so richtig so selbstbewusst da. Boah. Vielleicht, weil er das schwierigste Rätsel beinhaltet? Wände aus Wellen hinter Feuer. Dort ist mein Auge mir so teuer. Okay, das ist tatsächlich noch kryptischer als das davor. Wände aus Wellen hinter Feuer. Was soll das denn heißen? Wände aus Wellen. Hinter Feuer vor allem. Könnte mit dem Feuertempel zusammenhängen. Oder mit den Feuerstellen. Aber ich weiß nicht, ob ich die einfach so anzünden kann. Wir können ja mal vorbeischauen. Vielleicht sind da mittlerweile Feuerpergamentonfelder gespawnt. Weil irgendeine Bedeutung müssen die ja eigentlich haben. Und die östliche Wüste war bislang auch kein Schauplatz storyrelevanter Events. Habe ich hier eigentlich schon mal gegraben? Naja, egal. So oder so nehme ich die Kohle gerne mit, aber die Gegner nicht. Nein, jetzt lasst mich doch in Ruhe. Ich tue euch doch auch nichts, Mann. Danke. Also, ich schaue hier mal vorbei, wenn da nichts ist, dann muss ich mal im Feuertempel schauen. Aber auch da wüsste ich jetzt nicht, was mit Feuerwellen... Oder was hat er gesagt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber hier steht ein oder zwei, drei Öfen. Die müssen doch irgendwas zu bedeuten haben. Kann die aber nicht anzünden. Da kann man da graben. Es gibt zumindest Kohle. Ja, ich weiß es nicht. Es macht für mich keinen Sinn. Es sind ja keine Wellen, oder? Sollen das hier... Nee. Ja gut, wir müssen sowieso hier noch die Stellen mit dem Toad abgrasen. Wir waren hier noch nicht mit ihm. Machen wir jetzt schnell und danach
Muss ich mal im Feuertempel schauen. Wenn ich da nichts finde, dann werde ich wieder meine Kristallkugel Google benutzen. Wie beim letzten Mal. Tut mir leid, aber das finde ich jetzt schon ziemlich schwierig. Da habe ich keinen Plan. Wer das auch für euch schneidet. Oh, Moment! Hier sind Wellen! Als Optiker! Wow, okay, das war krass schwer. Das war krass schwer. Das hätte ich niemals gefunden, wenn wir hier noch nicht mit dem Tod gewesen wären. Damn it. Was geht? Das war wirklich richtig heftig. Ich hatte die Hoffnung, dass hier noch ein Schatz ist. Aber nein. Obwohl, was ist denn hiermit eigentlich? Das sieht sehr, sehr auffällig aus. Nur Kohle? Wirklich? Hm. Okay. Dann sei es so. Wir können uns nicht beschweren. Wir haben in den anderen Richtungen mit dem Toad ordentlich was gefunden. Hier jetzt das Juwel. Ein bisschen aus Glück. Weil leicht war das nicht. Da achtet doch auch keiner drauf, dass da oben Wellen waren, oder? Wenn du hier schon mal warst, kommst du doch niemals wieder drauf. Ja, genau, da war ja ein Tor mit Wellen, ne? Aber es soll kein Meckern sein, also nicht falsch verstehen. Mag das ja. Wenn man ein bisschen beansprucht wird. Man hätte vielleicht den Tipp ein bisschen aussagekräftiger gestalten können. Aber grundsätzlich, wie ich vorhin schon sagte, coole Rätsel hier in der Wüste. Ja, dann lasst uns mal den letzten Turm ausrichten, wa? Dann bin ich mal gespannt, was da emporsteigen wird. Oh, ist das auch ein Pergamenton? Ja, tatsächlich. Das Erdpergamenton, oder? Moment mal. Ich muss doch gar nicht hinfallen, oder? Ich schwebe. Stimmt. Aber ist sie nicht beim ersten Mal auch auf den Boden gefallen? Wie ist das denn dann passiert? Oder war das einfach so kollektives Fallen? So von wegen, hey, wenn die anderen fallen, dann falle ich jetzt auch. Jo, die haben sich alle gedreht. So sieht's aus. Aber getan hat sich noch nichts. Olivia, du musst nachhelfen. Aber passend. Finde ich gut. Hier ist der Einsatz des Erdpergamentons sehr sinnvoll. Ich überlege gerade, soll ich mich nochmal heilen? Aber ja, komm. Keine Umwege mehr. Let's go. Wenn es brenzlig wird, dann können wir uns immer noch mit Pilzen heilen. Kommen hier eh so selten zum Einsatz. Die freuen sich über Screentime. Hey, könnte das der Faltkreis des Erdpergamentons sein? Ja. Nein, nicht lesen, du sollst springen, Bruder. Mann. Die Luftschlange steckt im Boden fest. Helf mal ein wenig nach. Sehr geil. Und vor allem ist es beides in einem. Pyramide und Tempel gleichzeitig. So vom Design her. Du liebe Güte, hier muss es sich tatsächlich um den Tempel von Chamses handeln. Das war also damit gemeint, dass er sich versteckt,
Die alten Falter hatten wirklich eine Schwäche für kryptische Hinweise. Oh ja, das stimmt. Professor, meinen Sie, dass wir zur Luftschlange kommen, jetzt, da der Tempel aufgewacht ist? Sie führt direkt in die Spalte, sehen Sie? In der Tat, das Ende der Luftschlange scheint sich im Inneren des Tempels zu befinden. Schnell, suchen wir den Eingang. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn wir das Ding hier einfach rausziehen könnten. Oh, aber die beiden Toads da, die sehen auch richtig nice aus. Fragt sich nur, wie das alles so bestehen konnte, obwohl das Ding meterweit im Boden versunken war. Aber okay. Ja, sieht echt geil aus. Rein da! Und da haben wir sie auch schon. Diese menschengroßen Toadies. Die es, by the way, schon in Sticker-Star gab. Also das scheint sich auch irgendwie durchzuziehen. Ja. Es scheint wirklich so, als wäre das hier die letzte Ruhestätte von König Chamses. Weiterhin ist mir nun klar, dass der Tempel von einem raffinierten Sicherheitsmechanismus unter die Erde bewegt wurde. Als die Sonne erloschen ist, kehrte der Tempel dann aus Sicherheitsgründen an die Oberfläche zurück. Oh, dann hat der Tempel also nicht einfach nur ein Schläfchen gemacht? Nein. Nein, Lost. Es handelt sich um einen königlichen Tempel, der Eindringlinge und, ja, unautorisierte Besucher fernhalten sollte. Wir sollten bei der Erkundung des Tempels in jedem Fall vorsichtig sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach steckt er voller Fallen. Ja, das hätte ich mir auch so denken können. Oh, und da geht's doch schon los! Spinnen! Ah, nein! Lasst mich! Gott. Ihr könnt mir mit allen kommen, ja? Skorpionen, fallende Felsen, Stachelfallen. Aber keine Spinnen! Das geht zu weit. Ach ja, Freundchen. Diesmal kommst du aber mit, ja? Keine Ausreden. Ey! Oh, achso. Ich dachte, er sagt jetzt, ja, ist zwar ein cooler Tempel und ich beschäftige mich ja damit, aber ey, ich habe jetzt trotzdem eine volle Windel. Nee, er wird nur angegriffen. Okay, helfen wir ihm. Die Kombination kennen wir, habe ich mir sogar gemerkt, siehst du? Ja. Ich glaub, das gab's schon mal auf der MS Peach. Wie dem auch sei. Ihr bekommt, was ihr verdient. Mit den Kala Eisenstiefeln! Eigentlich viel zu stark für die. Passender Moment, um zu gucken, ob man... Ah ja, kann man tatsächlich. Ja, schön. Dann packen wir noch mal die Goldstiefel aus und normale Glitzereisenstiefel. Die Kala-Dinger sparen wir uns mal. Perfekt. Goldene Stiefel. So, ich hoffe, die sind auch stark. Ja, geht auf jeden Fall klar. Und gibt schön extra Kohle. Das haben wir nötig. Bam. Kannst du hier graben? Gibt ein paar Goodies. Why not? Ja, sehr, sehr heftiges Design hier. Ich freue mich drauf. Oh, was haben wir denn da? Ein Faltarm? Ja, ein Faltarm. Okay. Und ein Glitzerpilz. Ob wir den brauchen werden? Mal sehen. Ja, ich check mal alles ab, was geht. Bestimmt gibt es ja auch irgendwo ein paar Schätze, aber das wirst du... Siehst du? Colorhammer. Bin gerade am Überlegen. Moment. Wir haben doch... Wenn eine Schatzkiste in der Nähe ist, können wir es anzeigen lassen. Na gut, aber Schatzkiste, das heißt nicht, dass auch Schätze angezeigt werden, oder? Wahrscheinlich nicht. Naja, aber hey, der Hammer war ja schon mehr als erwartet.
Was ist das? Cool. Oh. Die linke Inschrift ist hilfreicher. Okay. Ja, gut. Hätte ich mir auch denken können. Ich meine, sonst wären die Faltarme ja völlig unnötig. Ha! Eine Treppe. Aus Sandstein. Schön. Okay, was sagt die linke Inschrift? Das ist äußerst komplex. Die Grammatik ist sehr alt, selbst für einen antiken Text. Sogar die Satzzeichen. Das wird einige Zeit dauern, fürchte ich. Hä? Ach, warte, ist das so ein simples Wagenrätsel? Ja, wahrscheinlich. Deswegen bleibt er auch da drauf stehen. Und die Tür leuchtet dann blau. Also beide Toads leuchten blau. Jetzt geht's auf, ne? Ja. Könntet ihr etwas leiser sein, während ich hier übersetze? Na, wo war ich gerade? Hä? Was ist passiert? Ach, nichts, nichts. Mit dem Text links könnte ich noch einige Stunden verbringen, aber jetzt ist wohl nicht die Zeit dafür. Also dann, weiter. Ja. Fast schon. Du hast geholfen. Alles gut. Oh, hier ist es dunkel. Nein. Selbst für einen alten Tempel ist es jetzt ziemlich dunkel. Als Archäologe glaube ich nicht an Geister und ähnlichen Unfug, aber das hier gefällt mir nicht. Moment, du glaubst nicht an Geister? Wir haben aber draußen in der Wüste schon einige Buhus angetroffen. Ja, seems legit. Oh. Zeig dich, Unhold! Ah! Das war mein eigener Schatten. Oje, das ist gar nicht gut. Naja, wär's dir lieber, es wäre ein Monster gewesen, oder was? Aber ja, schöne Schatteneffekte. Klar, nicht zu vergleichen mit Luigi's Mansion 3. Da war das mega krass, aber so im Paper-Style. Was war das eigentlich gerade? Also, das habt ihr jetzt aber auch gesehen, oder? Da war doch was. Oder war es nur ein seltsamer Schatten? Erzählt mir nicht, dass ich mir das nur einbilde. Nein, nein, da war wirklich was. Aber man muss ja nicht immer vom Schlimmsten ausgehen. Ja, es muss ja kein Monster gewesen sein. Vielleicht war es eine Maus? Einfach cool bleiben. Okay, WTF. Ich konnte dem nicht mal ausweichen. Mario, was ist passiert? Hat dich der Fluch des Tempels getroffen? Natürlich weiß ich, dass es keine Flüche gibt, aber was war das? Komm raus, du Sau. Feigling. Das ist eine fiese Falle. Da vorne ist... Ey, was ist das überhaupt? War da was? Sagt mir, dass da nichts war. Muss es hier herausschaffen, um meine Entdeckungen zu veröffentlichen. Ich beschütze dich doch. Aber Bruder, du bist gar nicht so schwach. Helf mir einfach im Kampf, dann wird schon nichts passieren. Ein bisschen scheiße ich mir auch gerade ein. Das sah gruselig aus. Oh, die Musik, ne? Sehr cool. Ja. Warum habe ich jetzt keine Schnipsel mehr? Ich habe doch... Oh oh. Pappmacho Mumien-Gumbas. Mumien? Mumien! Ja. In der Tat. Aber es sind und bleiben normale Gumba-Pappmachos, daher entspannt. Hä? Pass auf all diese Löcher auf, ganz vorsichtig, Mario! Okay. Puh, Glück gehabt. Weil ich habe da gerade echt nichts gesehen, aber. Alles gut. Ich weiß nur nicht, wie die aufgetaucht sind. War das jetzt einfach nur Pech? Oder bin ich auf einen Schalter gelaufen hier im Boden, den ich nicht gesehen habe? Ah, ich glaube, wenn man nicht trifft. Oder? Wenn man auf den Boden haut mit dem Hammer,
Dann tauchen die auf. Ja gut, okay. Dann müssen wir halt etwas genauer sein. Kein Problem. Das regeln wir. Ah, also, danke, dass du dich um sie gekümmert hast. Ich hätte ja geholfen, aber wie du gesehen hast, habe ich Angst vor meinem eigenen Schatten. Ist das dein Ernst? Es gibt so viele gute Gründe, hier Angst zu haben, aber doch nicht vor seinem eigenen Schatten. Der ist ja wohl das Einzige, was hinter dir steht. Neben mir natürlich. Ne, ist ja klar. Na, wie dem auch sei. Jedenfalls gefällt mir die Pyramide, Tempel, whatever. Stimmt, Tempel of Chamsis hieß das Ding. Die fällt mir schon viel besser als das Feuerpergamenton. Faszinierend, was könnte wohl die Aufmerksamkeit von dermaßen vielen Spinnen erregen? Oh, ich sehe da ein paar Todfüße inmitten der Spinnen. Ja, ich auch. Befreien wir ihn! Denn niemand hat es verdient, von Spinnen aufgefressen zu werden. Nicht einmal der generischste Tod der Welt. Oh, du Armer, alles in Ordnung? Dabei ist er gar nicht generisch. Was ist denn? Von hier sieht er völlig in Ordnung aus. Ist was mit seinem Gesicht? Es ist weg! Sein Gesicht ist weg. Oh Gott, nein! Sein Gesicht ist einfach nicht da. Ich hoffe, das tut nicht weh. Doch, bestimmt. Oh, ich glaube, er versucht mit uns zu reden. Toad, kannst du mich hören? Du hast noch irgendwo Ohren, richtig? Sag was. Seit wann kann man mit Ohren sprechen? Ah, und ohne Gesicht auch keinen Mund zum Reden. Wer würde einem armen Toad so etwas antun? Ich weiß nicht. Aber solange er uns nichts tut... Oh, da leuchtet's. Da geht's auf jeden Fall rein. Das ist ein Schalter. Hier ist auch einer. Okay, vier Schalter. Aber falsch kombiniert. Oh, okay. Dann gibt es bestimmt irgendwo einen Kombinationshinweis. Aber ich würde sagen, wir schnappen uns erstmal den Schatz. Mit Herzblatt Hop. Eine Platte des DJs mit dem Titel Herzblatt Hop. Was? Hey, du hast so eine Art glänzende Scheibe gefunden. Wie hübsch. Okay.